O1 sendete aus einem Flugzeughangar. Während der Hörzeit verschenkten die Moderatoren zahlreiche kleine Aufmerksamkeiten an das begeisterte Publikum in der Halle. Wie ist denn Ihr Name? Isa, mein Luzi. Aha, und Sie haben ein Kind hier heute dabei. Wie heißt das Kind? Das ist Falk, mein Enkel. Das war jetzt wieder dieser größte Doppeldecker der Welt und ich habe leider den Namen Ihres Kindes bzw. Des Kindes nicht verstanden. War das Falk oder? Falk. Hm? Die Antwort ist korrekt und deswegen schenke ich Ihnen auch so eine aufblasbare Frisbee-Scheibe, wenn der Falk, wie alt ist der jetzt? Der ist 4,5 Monate. Aber ich hab noch ein Enkelkind bei mir. Na sagen Sie bloß. Ja. Aber die ist irgendwo abhanden gekommen. Die ist schon etwas älter offensichtlich? Ein bisschen älter. Findet sich ein anderes. Nein? Und wie heißt die? Das ist Eva Maria. Ja, wir können Sie ja, wir sind jetzt ja live im Radio zu hören auf UKW 106,5. Dann, ja, da staunen Sie, ne? Sie sind live drauf jetzt. Wollen Sie noch irgendjemanden grüßen über den Sender? Ach nee, also ich kenne ja alle Leute, das reicht. Sie kennen alle, dann grüßen wir nochmal die Eva Maria, die irgendwo hier auf dem Gelände verschollen ist. Wir wissen es nicht, wir suchen noch. Vielen Dank, ich wünsche Ihnen noch viel Spaß. Und wenn er alt genug ist, dann kann er ja die... Ja, dann kommt er hier auch mal her zum Fliegen. Dann kommt er noch mal her und dann testen wir gemeinsam die Frisbee-Scheibe. Schönen Tag noch. Der Besitzer des Flughafens, Rolf Fallenkamp, kaufte das Gelände vor einigen Jahren. O1-Moderator Manfred Scholz interviewte den Unternehmer. Sie sind nicht nur passionierter Flieger, sondern Sie haben auch nochmal eben Ihren eigenen Flugplatz. Wie kommt man dazu oder darauf, einen Flugplatz zu kaufen? Ja, wie kommt man zu einem Flugplatz zu kaufen? Es hat sich einfach so ergeben. Der Vorbesitzer aus Altersgründen hat diesen Platz abgegeben. Der wurde 1975 gebaut, errichtet. 5 Jahre später kam der Verein dazu. Dann nach einer Zeit... Wie gesagt, aus Altersgründen wollte der Vorbesitzer, Herr Nöllchen, den Flugplatz abgeben. Ich war damals im Verein, habe gesagt, gut, dann kaufe ich den Flugplatz. Vielleicht so ein bisschen mit im Hintergrund, im Alter nach meiner Betriebsübergabe an meinem Sohn, da weitermachen zu können, um so ist das dann gekommen. Auch was für den Ruhestand zu haben, in dem Sie sich dann jetzt befinden. Ja. Am Tag der offenen Tür war auch der Vorbesitzer des Flughafens, Willi Oeltchen, anwesend. Und zwar hat mir das in Oldenburg nicht mehr gefallen, wo ich meinen Schein gemacht habe. Und da habe ich hier im Ammerland Gelände gesucht und habe das Schlechteste gefunden. Das war eine Wildnis hier und die habe ich dann so ein bisschen planiert mit einer kleinen Raupe. Das ist ab 69 gewesen und der erste Flug, der war 71. Ja, ich war Eigentümer bis 96. Warum haben Sie das aufgegeben? Warum haben Sie verkauft? Weil ich ein alter Greis bin. Und ach, kommen Sie. Und hier musste was gemacht werden und das wollte ich nicht mehr. Ich habe keine Nachfolger, die das weitermachen. Und so habe ich mich entschlossen, das zu verkaufen. Nein, das ist alles so, wie ich das eigentlich gedacht habe und ganz prima geworden. Es ist alles hundertprozentig geworden, so wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, ich komme hier jeden Tag mit lachendem Auge her, also... Das gefällt mir hier. Prima. Vielen Dank für das Gespräch. Das war's schon. Danke. 7,50 Mark. Die Veranstaltung endete mit einer großen Grillparty auf dem Flughafengelände. Für die Luftsportfreunde Westerstede war der Tag der offenen Tür ein voller Erfolg. Ollis Radioshow. Zweimal im Monat hier bei Oldenburg 1. Ollis Radioshow. Schalten Sie ein, dann schalten Sie ab.